Wir haben unsere Kunden in den letzten Jahren belogen und etwas Geld verdient. Aber mir geht es die meiste Zeit schlecht damit. Als würde ich gegen mein Gewissen handeln. Ich will, dass sich das jetzt ändert. Einst suchte ich Reichtum und Ruhm, warf meine Grundsätze über Bord und log zum Broterwerb mein Gewissen war fort. Kein Gedanke an Moral, Redlichkeit, Würde und all diese Dinge bedeuteten mir nichts. Ich lebte für die Befriedigung meiner ständig wachsenden weltlichen Leidenschaften, Geh und Verlangen. So suhlte ich mich im Sumpf der Sünde, mit schwerem und beklommenem Herzen. Ich konnte dieser endlosen Dunkelheit nicht entfliehen. Irdischer Wohlstand und kurzlebige Freuden konnten die innere Leere nicht verbergen. Ich krieg also keine Rückerstattung? Das erlege ich jetzt genau. Sag mir, warum ist es so schwer, im Leben rechtschaffend zu sein? Was ist das für eine Welt, in der die Menschen so arglistig sind? Sag mir, wer kann mich erretten? Wenn wir aus diesem Leben herauskommen wollen, den richtigen Weg im Leben gehen und ein sinnvolles, wertvolles Leben führen wollen, müssen wir vor Gott kommen und seine Errettung annehmen. Gott kann die Menschheit retten, bringt Licht, nimmt unsere Qual. Das, ich glaube, muss sein. Ich hörte die Stimme Gottes und kehrte zurück vor ihn. Gottes Worte der Wahrheit reinigen meine Verderbtheit. Gottes Worte des Urteils und der Züchtigung sind meine lebenslangen Begleiter. Gottes prüfenden Blick anzunehmen bringt meinem Herzen Frieden. Betrug und Täuschung sind nun vorüber und ich lebe im Licht, ehrlich mit offenem Herzen. Lebe ich endlich als Abbild des wahren Menschen. Es tut mir gut, seine Worte zu lesen, da ich Gottes Worte jeden Tag lese. Ich begreife so viele Wahrheiten, da ich Regen für menschliches Verhalten habe. Ich habe Prüfungen durchlebt, ich hab sein Antlitz gesehen. In seinen Worten habe ich neues Leben gewonnen, sodass ich ein ehrlicher Mensch sein kann. Ich hörte die Stimme Gottes und kehrte zurück vor ihn. Gottes Worte der Wahrheit reinigen meine Verderbtheit. Gottes Worte des Urteils und der Züchtigung sind meine lebenslangen Begleiter. Gottes prüfenden Blick anzunehmen bringt meinem Herzen Frieden. Betrug und Täuschung sind nun vorüber und ich lebe im Licht, ehrlich mit offenem Herzen. Lebe ich endlich als Abbild des wahren Menschen. Ich bin ewig dankbar für Gottes Liebe und die Errettung durch Gott.
Ich bin dem Allmächtigen Gott ewig dank.